Flüchtlinge kennzeichnen auch die Lage in Algerien. Tausende von Moslems, die vor 5 Jahren vor den Schrecken des algerischen Krieges ihre Dörfer verlassen und in Marokko Zuflucht gesucht hatten, werden jetzt repatriiert. Sie kehren zurück in ihre Heimat, in der sie Frieden suchen, aber Terror und Chaos finden werden. Da der Bruderkuss zwischen Moslems und Franzosen bisher ohne Wirkung blieb, beginnen die Europäer aus ihrer zweiten Heimat Algerien zu fliehen. Der OAS-Krieg hat sie zermürbt und sie fürchten jetzt die Vergeltung der Moslems. In Häfen, auf Bahnhöfen und Flugplätzen warten sie auf ihren Abtransport in eine ungewisse Zukunft.